Ich hatte wirklich nie die Idee, wirklich Schauspielerin zu werden. Wir spielen spontan kreativ auf 3-Tagebuch-Editionen. What? Das fand ich sehr, sehr traurig und ich fand, du hast das ganz, ganz toll gespielt. Oh, danke. Emma Barton. Stimmt das, dass du so super sexy heiß in deinem neuen Film bist? Uschi ist 60 und bekommt Vaginalpilz. Ich weiß, man soll mir Komplimente immer vorsichtig sein, gerade bei Schauspielern, aber ich denke, du bist sehr, sehr groß. So, Emma, hier, das ist so die Stelle, da werden immer die Zuschauer begrüßt. Da sagt man so, ich hoffe, dir geht's gut und Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, euch geht's gut. Kanal abonnieren nicht vergessen. Okay. Und jetzt geht's los. Und dann würden wir weitergehen und da setzen wir uns dann hin. Gut. Gut. Und aus welcher Galaxie hat es dich hierher verschlagen, Außerirdischer? Vom Tegernsee. Ich such das Schloss. Das Schloss? Weißt du vielleicht... Ja, los, komm, ich zeig's dir. Steig auf. Ja, du brauchst mich nicht hinbringen. Sag mir einfach. Ey, kein Thema, ich komm eh dran vorbei. Was ist? Ja. Ich heiße übrigens Philomena. Aha. Schorsch. Schorsch? Ist doch kein Name. Ist ein Geräusch. Emma Barding ist zu Gast. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Jetzt gerade? Jetzt gerade. Jetzt gerade bin ich ein bisschen aufgeregt, noch ein bisschen müde und ja, gespannt, was jetzt hier kommt. Das bin ich auch. Ja. Du hast als erstes schon mal gesagt, dir gefällt das Bild dahinter dir sehr gut. Ja, also ich finde es immer komisch, wenn man darüber dann gar nicht redet, weil ich finde dieses Bild mega genial. Also irgendwie habe ich gleich gesagt, das muss hinter mir stehen. Die Farbe ist so schön und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich damit identifiziert. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es ist von der tollen Künstlerin Tatjana Kuntergrau, die kann man auch bei Instagram finden. Du bist auch Künstlerin, Schauspielerin und zwar eine sehr, sehr gute, wenn ich dir das sagen darf. Danke. Und du hast in diesem Jahr 2 ganz, ganz tolle Filme. Wir reden zuerst über meine teuflisch gute Freundin. Sie haben die Wahl. Sie unterrichten meine Tochter oder Sie stauben im Keller Akten ab. Ich nehme die Akten. Also, darf ich? Nein. Ich suche dir jetzt einen neuen Privatlehrer. Und zwar einen strengeren als diesen Hanswurst. Ich will aber keinen neuen Privatlehrer. Ich brauche Action. Ich habe keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Lilith, das sage ich dir jetzt zum letzten Mal. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Wir reden drüber, wenn du 18 bist. Das muss ja ein Fest gewesen sein. Die Dreharbeiten, also der Trailer, der gesamte Film hat gewirkt wie sehr, sehr viel Spaß. Natürlich wird Arbeit da drin gewesen sein. Was hat's überwogen? Ich glaube, es war wirklich im Gleichgewicht, muss ich ganz ehrlich sagen. 50-50. Also, da es ja wirklich meine erste Hauptrolle war, war es so viel Verantwortung. Und oh Gott, ich war so aufgeregt. Und ich hatte das, es war wirklich ein Job. Und es war wirklich harte Arbeit. Und an manchen Tagen hat es sich dann ein bisschen spaßiger angefühlt. An manchen Tagen war es wirklich so anstrengend. Ja, 50-50 schon. Es war keine Klassenfahrt. Du hast die Tochter des Teufels gespielt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige erste Hauptrolle, oder? Ja, das kann man so oder so sehen, weil es war ja irgendwie kein richtiger Mensch. Also hatte ich ziemlich viel Freiheit, irgendwie zu spielen, was ich irgendwie bisher noch nie gemacht habe. Was eigentlich total geil ist, weil du was ganz Neues erfinden konntest. Und es war auch Arbeit, aber es war so kreativ, es hat echt Spaß gemacht. Ja. Was hast du dir einfallen lassen? Also ich bin auch viel über den Körper gegangen. Also ich habe mich gefragt, ja, wie würde Lilith denn gehen? Wie würde Lilith ihre Finger bewegen? Oder wie sie gucken würde? Und dann habe ich das eben so ein bisschen so erfunden, so dieses, dass sie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so, ich kann das gar nicht beschreiben. Also ein bisschen wie so eine Schlange. Ich sehe es. So? Cool. Das bin ich ja eigentlich gar nicht so richtig. Also ich habe es auch in mir, aber das habe ich mir dann so dazu gebaut, sage ich mal. Und sie hat rote Haare. Ja, das kam dann auch noch dazu. Das wusste ich aber nicht von Anfang an. Was hast du gedacht? Naja, ich kam halt zum Blonden und ich dachte so, die nehmen mich nie. Ich hatte auch noch so leichte Locken drin und ich war so, ich sehe aus wie ein kleiner Engel. Ich würde sagen. Ja, ich war so, bitte nehmt mich, erkennt das Böse in mir. Und es hat anscheinend auch geklappt. Und dann haben wir so Maskenproben gehabt und so. Und dann waren auch mal schwarze Haare angesagt. Aber ich und schwarze Haare, das geht gar nicht. Puh. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also meine Haut, die ist ja eh so hell. Und dann sehe ich aus wie so ein Gruft. Es sieht wirklich schlimm aus. Ich habe so Augenringe und das ging nicht.
Und dann kamen irgendwann die roten Haare. Und du hast gesagt, yay oder oh Gott? Nee, ich fand es gut. Ich fand, das sah geil aus. Habe ich mich selber ganz gut gefunden, als ich mich im Spiegel angeguckt habe. Ja, habe gesehen, das war irgendwie Lilith. Und sind die Haare direkt nach Drehende, zack, raus aus der Rolle, Haare weg, Haare ab, oder? Ja, es war jetzt eine kleine doofe Geschichte, weil die Haare wurden immer getönt. Die wurden nicht wirklich gefärbt, sondern immer wieder getönt, weil ich wollte danach wieder meine normale Haarfarbe haben. Und es hat aber nicht so geklappt, wie wir es uns gedacht hätten. Und dann waren die Haare danach ziemlich kaputt und so gelblich, orange. Oh. Und dann für die nächste Rolle, die stand dann quasi schon an, grüner wird's nicht. Und ich bin da so ein bisschen verzweifelt. Und dann hat Florian, also der Regisseur von Grüner wird's nicht, gesagt, okay, wir rasieren die jetzt ab. Ist das okay für dich? Oh. Und ich so, okay, lass uns das machen. Und ich bereue es nicht. Also es war geil. Also wir haben sie wirklich richtig so 6 mm abrasiert. Und seitdem sind sie wieder gewachsen. Aber bei den Dreharbeiten zu Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon, sind die Haare ja schon wieder ein bisschen länger als 6 mm. Das war eine Perücke. Quatsch. Ja. Echt? Ja. Hast du nicht gesehen? Nee. Yes. Ja, es war eine Perücke. Abgefahren. Zum Nordkap heute. Nimm mich mit. Bitte. Meine Enkelin sagt, sie seien eine total coole Sau. Was? Was ist das? George. Das ist Timo. Also, was der mir alles schon für Schnickschnack installiert hat. So, ja, eine Kamera im Kühlschrank. Kann ich auf dem Handy sehen? Ja, ich hab ja kein Handy. Ich hatte schon ganz vergessen, was das ist. Glücklich sein. Jetzt kannst du nach Hause fliegen, deinen ganzen Krempel in Ordnung bringen. Juhu! Wir spielen spontan kreativ auf 3-Tagebuch-Edition. What? Wir haben gleich 60 Sekunden Zeit, um für eine Figur, die wir uns ausdenken, und ein lebensveränderndes Ereignis einen kurzen Tagebucheintrag zu schreiben. So um die 8 Zeilen. Okay. Deine Figur, die erste, ist Melissa, 24 Jahre. Und ihr lebensveränderndes Ereignis ist, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat nach 12 Jahren. Du schreibst jetzt quasi in 60 Sekunden einen kleinen Tagebucheintrag, was sie dazu schreiben würde. Auf die Plätze, fertig und los. Achso, und ich lenke dich nebenbei ein bisschen ab. Emma. Wo die Frauen in diesem Spiel immer sehr, sehr gut abschneiden. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Emma Bading unter Druck. Wird sie das schaffen? 3, 2, 1. Stifte weg. Ich habe keine Ahnung, was ich geschrieben habe. Wirklich nicht. Das ist totale Kacke. Ich sag, okay, welches Arschloch ist dieser Mistkerl Arsch? Ich war 12 und jetzt meine große Jugendliebe. Und jetzt küsst er eine 12-Jährige. So. Super gelöst. Ich kann es sogar richtig spielen. Ich spüre schon diese ganze Wut in mir. Jetzt bin ich dran. Oder? Jetzt bist du dran. Uschi ist 60 und bekommt Vaginalpilz. Zum ersten Mal. Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim, basaladusadim. Auf einem Baum ein Kuckuck, saß. Ich hatte sowas noch nie, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Das solltest du besser wissen, denn das ist der größte Schmerz, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ah. Oh, jetzt habe ich den Tipp gegeben. Nein, das ist alles gut. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wirklich. Also, noch 10 Sekunden. Die Autoerkennung kennt Vaginalschmerz nicht. Und stopp. Liebes Tagebuch, es gab noch nie so was Schlimmes. Ich dachte, alles ist vorbei. Aber ich habe davon schon mal geträumt. Und ich bin nicht erwacht. Es sind Schmerzen. Vaginale Schmerzen. Ja, also ich würde dir noch 3+ geben, ne? Bam! Ich glaube, ich war noch nie so gut in diesem Spiel. Emma, bist du bereit für deine 2. Figur? Ja. Richard, 51 Jahre, wurde von Außerirdischen entführt. Kennst du Akte X? Emma, kennst du jemanden, der Richard heißt? Halt die Fresse. Nee, Richard. Kann ich mal kurz sehen? Stifte weg! Oh Scheiße, ich finde den Satz nicht zu Ende. Ich habe es doch schon 1000 Mal erzählt. Die Polizei wollte es mir auch nicht glauben, aber diese Ente, ja? Die wuchs und wuchs und plötzlich stand er vor mir. Mr. CX008. Und dieses Geräusch, was da aus ihm entfuhr. Den kriege ich.
Nico, 34, interviewt eine Schauspielerin, die ihm während der Sendung eins in die Fresse schlägt. Scheiße, okay. Ich guck nicht. Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Ich bin echt gespannt, wie er darauf reagieren würde. Ach, du hast noch ganz viel Zeit. Wir können uns noch ganz, ganz viel Zeit lassen. Jetzt hier. 2, 1. Bam. Bam. Das war der schönste Dreh. Nicht. Sie kam an, gut gelaunt und dann eine falsche Frage über ihr Alter und das war's. Ich sagte, sie sieht aus wie 14. Sie sagte, mein Nachbar auch. Das war gut. Ja. Ja. Bin ich schon gleich ein bisschen sauer. Du hast das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Danke. Du auch. Danke. Dann haben wir ja auch diese Absturzszene gemacht. Guck mal. Oh, Scheiße. Und dann hat der Pilot mal gezeigt, was er so kann. Es brennt! Ich habe nur noch geschrien und mich festgehalten und hat so meinen Bauch gekribbelt. Das war so krass. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Du spielst die weibliche Hauptrolle. Was hast du gedacht bei dem Titel, als du den das erste Mal gelesen hast? Ja, ich fand den Titel erstmal geil, aber noch viel geiler fand ich eigentlich die Rolle, so als ich das erste Mal das bekommen habe. Ja. Das ist eine absolute Traumrolle. Ja. Philomena ist eine der ungewöhnlichsten Figuren, die ich irgendwann mal in einem Film gesehen habe. Und so abgefahren und so liebenswert, irgendwie will man ihr ja nur helfen. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Ich habe eigentlich, so wie bei allen Rollen, mit meiner Mama zusammengearbeitet, weil die hilft mir da immer sehr, sehr gut. Und ja, und dann ist das eben so entstanden, also viel natürlich auch Text gelernt und dann aber auch so wie kleine Übungen mit ihr gemacht dazu und auch mit Florian im Vorfeld, also dem Regisseur, gearbeitet. Ja, und so ist es dann so langsam entstanden. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wenn du in dem Flugzeug sitzt mit dem Gärtner, als ihr am Boden seid und es regnet. Die Szene, als ihr die, echt? Ja, die Kopfhörer aufsetzt und miteinander sprecht. Das ist sehr, sehr, sehr abgefahren. Davor in dem Film gibt es ja fast diese Trennung. Er will ohne dich weiterfliegen, du kommst dann in letzter Sekunde dazu. Dann redet ihr erstmal eine ganze Weile gar nicht darüber, was da passiert ist. Du bist natürlich menschlich total, also Philomena ist menschlich von ihm total enttäuscht. Und das ist ja der Moment mit der Aussprache. Ja. Den fand ich total abgefahren. Lustig, dass du den Moment so gut findest, weil das war wirklich eine Szene, die war so laut. Das kommt im Film gar nicht so rüber, weil es wirklich so eine Plane, so ein Plastikplan und dann prescht da dieser Regen drauf und Kunstregen ist ja immer noch krasser als normaler Regen. Es war so laut, man konnte das eigene Wort fast überhaupt nicht verstehen und dann eine Szene zu spielen, eigentlich wenn man so sagt so, dann denkst du so, fuck, was mache ich eigentlich? Das war wirklich schwer und es ist voll gut, dass du die gut findest. Und da sagst du diesen Satz, ich kriege nicht wortwörtlich hin, bin ich so schwer zu ertragen oder sowas? Bin ich so schwer? Ja, wirklich so schwer zu ertragen. Ja. Genau. Oh, fast das Herz gebrochen. Weil diese Figur ja wirklich so liebenswert ist und dann zurückgelassen wird. Das fand ich sehr, sehr traurig und ich fand, du hast das ganz, ganz toll gespielt. Oh, danke. Also der Film im Ganzen, ich finde ihn irre besonders, ich finde ihn irre gut. Ich glaube, man hört's raus. Und hast du ihn schon einmal im Ganzen gesehen? Ja, also ich hatte so eine kleine private Vorführung vorher, das brauchte ich auch. Wie war das? Aufregend. Das erste Mal ist immer irgendwie aufregend. Da guckt man meistens auch zugegebenerweise sehr auf sich und guckt so, habe ich das gut gemacht? Ja, nee, das war ein bisschen falsch. Ach, Mist. So, aber am Ende des Films war ich super zufrieden, habe mich sehr, sehr wiedergefunden und da ist alles so rübergekommen, wie ich mir das auch irgendwie vorgestellt habe. Und ich mag den Film auch sehr, 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 sehr gern. Ja, ich auch. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden? Ich hatte wirklich nie die Idee, wirklich Schauspielerin zu werden. Ich habe nie wirklich gesagt, ich will jetzt Schauspielerin sein. Das ist so ein bisschen über mich gekommen. Auch durch meine Eltern, die sind ja auch beide Schauspieler. Und mit 11 habe ich dann so gedacht, naja, was machen die eigentlich? Was sind die eigentlich? Papa hat immer gesagt, komm doch mal mit auf die Probe, komm doch mal mit ins Theater. Und ich wollte das überhaupt nicht. Oh yeah, ins Theater. So, ja, mit Papa irgendwo hingehen. Ach, nein. So, und dann bin ich in so eine Agentur, in so eine Kinderagentur gegangen und hatte einfach ein bisschen Spaß an solchen Workshops und so Zeug. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich aber nie wirklich als Schauspielerin gesehen. Bin mich zu irgendwelchen Castings gegangen, für irgendwelche Werbungen. Ganz schrecklich. So hat es angefangen, sagen wir mal. Ja. Und hierher geführt? Und hierher geführt. Was kommt als nächstes?
Darfst du schon was verraten oder ist alles noch top secret, alles in der weltberühmten Pipeline drin? Nee, ist eigentlich gar nicht so viel in der Pipeline drin. Ich möchte auch gar nicht mehr so viel in der Pipeline haben, weil ich eigentlich Regie machen möchte. Und mal gucken. Das ist noch sehr offen, ja, aber das ist mein Ziel. Aus dem Talent heraus oder willst du das dafür, willst du nochmal Regie lernen oder studieren oder? Ja, das ist komisch, weil ich, es ist das gleiche Business, aber bei Schauspielerei bin ich ungefähr hier und bei Regie noch ganz unten. Und es wird schwierig, nochmal von ganz nach unten sich da irgendwie hochzuarbeiten, aber ich traue mir das irgendwie zu. Ich habe jetzt gerade so die Kraft und den Willen. Ich möchte auch das alles nochmal gerne lernen und ja, darauf habe ich gerade sehr Lust, auch was Neues nochmal zu erfahren. Ich traue dir das alles zu. Also was du bisher geschafft hast und was du bisher auf der Leinwand oder im Fernsehen auch geleistet hast, ich finde das super. Ich denke, du wirst tatsächlich, ich weiß, man soll mir Komplimente immer vorsichtig sein, gerade bei Schauspielern, aber ich denke, du bist sehr, sehr groß. Bin ich fest von überzeugt. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du hier bist. Danke. Das war sie, die Web-Talk schon mit dir, Emma. Ich habe noch einen Videogruß für dich. Echt? Ja. Bist du bereit? Okay. Emma Bardin. Stimmt das, dass du so super sexy heiß in deinem neuen Film bist? Oh. Das fand ich glatt. Jetzt ist es peinlich. Was macht er denn? Rasiert er sich? Nee, so. Au. An die verbrennen kann? Grüße von Elvis. Ja, Grüße zurück. Wie bist du an das Video gekommen? Man weiß es nicht. Also, vielen lieben Dank, dass du da warst. Du hast jetzt eine unglaubliche Gelegenheit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Mama, ich hab dich lieb.